Hey Leute, hier ist Rin. Ich habe vor, jetzt ein Let's Play von Pokémon Blattgrün zu machen. Ich hoffe, euch werden die Videos gefallen. Die Qualität wird wahrscheinlich nicht so gut sein, weil ich gerade mit Hypercam Tour aufnehme. Nicht so ein richtiges Aufnahmeprogramm, was man für Let's Play, glaube ich, benutzen sollte. Aber weil ich meinen Rechner noch nicht habe und die Programme dazu, wie Fraps oder so, werde ich das erstmal mit Hyper2Cam aufnehmen. Also ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, also lasst anfangen. Also ich mache ein neues Spiel. Also wollt ihr, dass ich die Schrift, also dass ihr mal vorlese, oder wollt ihr es lieber selber lesen? Schreibt das unter den Comments. Ja. Von dem Charakter werde ich ein Mädchen nehmen, weil ich auch ein Mädchen will. Das ist ja klar. Nein, Spaß. Ja, ich werde ein Mädchen spielen. Früher habe ich immer in Junge gespielt. Keine Ahnung wieso, aber ich habe immer Mädel gespielt. Junge meinte ich's. Also, wie soll ich mich nennen? Also, ich nenne mich, werdet ihr jetzt sehen. Klein. Ich werde wahrscheinlich bald einen neuen Account aufmachen, deswegen nenne ich mich jetzt auch schon mal Sanako. Ja, weil er wird wahrscheinlich auch mein Name auf YouTube sein. Ich werde wahrscheinlich meine Pokémon keine Spitznamen geben. Irgendwie mag ich das nicht, also die Pokémon Spitznamen zu geben. Ich lasse das einfach bei den originalen Namen, sage ich mal so. Also meinen Rivalen, den nenne ich, na klar. Wie soll ich den nennen? Gute Frage. Ach, ich nenne ihn einfach Gary. Heißt der eigentlich auch Gary? Ups. Oh ja, richtig geschrieben. Wird Gary jetzt mit ein R oder mit zwei? Ach, scheiß drauf. Also, ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, dass ich als Anfang Pokémon Glumanda nehmen will? Falls nicht, ja, ich werde Glumanda nehmen, auch wenn ich mir Blattgrün runtergeladen habe und so die meisten Leute bestimmt denken, ich würde Bisasam nehmen. Falsch gedacht, Leute. So, dann wollen wir mal anfangen. Hier am PC gibt es noch einen Trank, das weiß ich. Das Spiel wird wahrscheinlich nicht blind sein, also ich weiß schon, wo die meisten Sachen sind oder so. So, jetzt gehen wir erstmal raus hier und müssen zu Professor Eich. Wollt ihr eigentlich, dass ich den Sound vom Pokémon mit, also dass ich den spielen lasse, oder soll ich irgendwie Musik spielen lassen? Wenn ja, dann schreibt es unter den Comments und ja, dann werde ich das im nächsten Part so machen. Ja. Achso, ich dachte mir ja ein Pokémon noch suchen. Sorry Leute, hab's vergessen. Hier seht ihr also die drei Pokémon: Bisasam, Shigi und Glumanda. Wie ihr wisst, nehme ich Glumanda. Und außerdem ist das auch das süßeste von den dreien. Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich gegen Gary kämpfen. Ah, okay.
Du wirst sowieso ablosen. Hoffe ich zumindest. Aber meistens setzen die Visoren nur Heuler ein oder so. Also Tackle setzen die vielleicht 1 bis 3 Mal an, glaube ich. Jetzt erklärt Eich noch, wie alles funktioniert, aber wir wissen das ja. Bla bla bla, ja. Nach dem Trainerkampf werde ich erstmal wahrscheinlich speichern und es hochladen auf YouTube. Und da möchte ich gerne wissen, wie ihr es findet. Also ob es gut ist oder also von aufnahmenmäßig oder so, wollt ihr, dass ich erst Videos hochlade, wenn ich Fraps habe und so. Wenn ja, schreibt mir das unter den Comments bitte. Oder falls ihr es nicht mögt, dann müssen wir halt bis April warten. Ach, was? Er hat mich besiegt. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt denke. Ja, mach nicht so auf eingebildet, Gary. Das war Glück. Bla 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 bla. So, also, ich werde jetzt sichern. So. Oh, ich habe es gerade 3 Minuten gespielt. So, Leute, das war's erstmal und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann mache ich weitere Parts, aber schreibt ihr mir wahrscheinlich auch in den Comments. Also, ciao, Leute.